Stopp! Ich weiß nicht, was wir heute essen werden. Stopp! Und was wir in Zukunft essen werden, weiß ich schon überhaupt nicht mehr. Stopp! Wir hungern. Stopp! Ich möchte mich nur noch hinlegen und schlafen. Wie Oblomov! Stopp! Ich gehe jetzt zum Kinderbuchverlag. Stopp. Um wieder kein Geld zu bekommen. Ende. Oh, du Herr der Mechanismen, bitte. Habe Mitgefühl mit zwei armen Organismen. Gib uns Wärme und Asyl. Führ den Kinderbuchverlag seinen Mechanismus lenk und geringen Geldbetrag meinem Organismus schenk. Nach Hause und verirrte sich. Anton Michailowitsch spuckte aus, sagte,
spuckte wieder aus, sagte wieder, 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 und ging. Erzähl ich lieber von Himmelkumov. Himmelkumov starrte einmal ein Mädchen an und befahl ihm, Gedanken den Kopf nach ihm umzudrehen. Aber das half nicht. Die Dame befahl Himmelkumov, ihren Gedanken den Kopf nicht nach ihm umzudrehen. Aber das half auch nichts. Als seine Frau sich bückte, um sich die Zehennägel zu schneiden, da öffnete ihr mit blitzschnellem Griff die Butterdose, nahm die Butter mit den Fingern heraus und stopfte sie sich in den Mund. Da schleicht sie schon wieder, da gehen sie vorbei. Die Fresse Nummer 7 und die Fotze Nummer 3. Thank you.
Mama, jetzt haben Sie schon wieder ins Bett geludelt. Sie sollen doch nicht immer ins Bett ludeln. Schon wieder. Ich habe Ihnen doch gesagt, dass Sie mich rufen sollen, wenn Sie Lulu müssen. Sie wollen mir einfach nicht folgen. Ich will ja folgen. Yes. Hier hast du ein Porträt von mir, damit du stets ein gutes, klug aussehendes, intelligentes Gesicht vor Augen hast. Äh,
moi. Christopher Columbus hat in unsere Köchin ein Fahrrad hineingesteckt. Oh dear, the poor cookerin. Die Ärmste sitzt in der Küche und schreibt einen Brief. Und aus ihr heraus ragt das Fahrrad. Uns eine Flasche Bier und Erbsen. Aha, eine halbe Flasche Bier und Erbsen in die Kneipe von Wartin hierher. Keine halbe Flasche, sondern eine ganze Flasche Bier. Und nicht in die Kneipe, sondern in die Erbsen sollen sie gehen. Sofort, ich verstecke meinen Mantel in der halben Kneipe und auf den Kopf setze ich mir eine halbe Erbse. Kaufst du ein Huhn? Sieh nach, ob es Zähne hat.
hat es Zähne. Ist es kein Huhn? Als Puschkin sich die Beine gebrochen hatte, nahm er sich ein Brett mit Rädern zu Hilfe. Und seine Freunde griffen ihm immer in die Räder. Puschkin wirft gern mit Steinen. So wie er irgendwo Steine sieht, legt er los. Manchmal kommt er derart in Fahrt, dass er da steht, rot angelaufen, die Arme schwenkt und mit Steinen wirft. Puschkin hat 4 Söhne. Alle Idioten. Der eine kann nicht mal auf einem Stuhl sitzen. Wir fahren dauernd herüber. Puschkin kann aber auch nicht auf einem Stuhl sitzen. Man könnte sich manchmal ausschütteln. Alle sitzen am Tisch und am einen Ende fällt Puschkin dauernd herunter und am anderen Ende sein Sohn. Gottesdienste und Kirchengesang. Alle Arten von
interessiert Prosa, Kino und Fotografie, Ballett, private menschliche Beziehung, der gute Ton. Mich interessieren verschiedene einfache Erscheinungen. Eine Schlägerei, ein Mittagsessen, Tanzveranstaltungen, Fleisch und Teich, Wodka und Bier. Volksastronomie. Den Mangel der Überzeugungskraft. Nein. Die Zubereitung bestimmter Gerichte. Beweise. Die Untersuchung des Todes. Der Bau des Kreises, das Schachbrett als besondere Welt. Wie kann etwas ein Einzelfall sein? Was Menschen mit sich machen, wenn sie alleine sind. Menschliche Gesichter. Gerüche, Körper, sich waschen, Baden, die Badewanne, Sauberkeit und Schmutz. Das Rad. Stöcke, Spazierstöcke, Stühle, der Ameisenhaufen, kleine Hunde, die Kamera, Pythagoras, Klang der Sirene, Membran, Pan. Ein Schrank? Das Tropengefühl. Papiertinte, Bleistift. Der Traum. Pfeife, Rauch. Hausgemachte Philosophie. Und Menschen des 20. Jahrhunderts. Konservatismus. Mangelweile. Das Wunder. Kunststücke ohne Apparate. Die Verwandlung und Vernichtung des Raums. Thank you.
schmeißest du meine Lampe und Bücher, auch manch eine farbige Frikadelle. Ich ging unter dir hindurch mit stolz erhobenem Haupt, aufsammelnd die Bällchen gedanklicher Käfer. Was sagt dich, o Rasender, angestoßen, all das zu Boden zu schleudern, was ein Mensch deinem Sachverstand anvertraute? Thank you.
Beine zerbrennt. Ein Bart, ein Auge, Wurzeln zerbrennt. Wurzeln zerbrennt. Wurzeln Thank you.
zieht man in Betracht, dass der Sommer regnerisch war, wird es wohl ein kalter Winter. Aber mir, wissen Sie, ist nie kalt. Au! Was heißt au? Mir tut der Kopf weh. Wieso? Weiß ich selber nicht. Mir tut nichts weh. Hundesohn, dich ständig zu schlagen. Mister! Das ist mein Arm! Mit dem Taschentuch! Muffe, Apre, Muffe, Muffe, zieht man einen Fremden an. Procre, Apre, Mustre, Mustre, Procre, Apre, Mustre, Mu. Thank you.
Spanisch wurde dumm, wurde unter anderem dumm. Bibelgei, er wurde dumm. Nicht. Ich lege sie nicht zurück. Ist ja gut.
Deutsche rauben russisches Land. Gebannt seh ich mir an den Raub. Schmach den Deutschen, Schande kannt. Unser, wenn es geht.
der Zar. Puschkin,
Genosse Tschugaschwili? Wo bin ich? Wo bist du? Ich sehe dich nicht! Und wo bist du? Was sind das für Kugeln? Ja, aber was ist denn geschehen? Und was sind das für Kugeln? Kannst du dich erinnern? Ja, aber siehst du meine Kugeln? Tschugaschwili.